Freitag, der 28.04. Bin jetzt hier gerade auf der einen Wiese, wo die Schafe ganz am Anfang waren. Wenn man hier sieht, wie hoch das schon wieder ist. Es geht mir schon wieder bis hier. Das ist schon wieder ganz schön hoch, das Gras hier. Dafür, dass ich hier schon drauf war. Ja, da hinten fährt irgendeiner mit einem großen Traktor und mit einem Anhänger. Ich bin gerade mit dem unterwegs. Da. Ich war vorhin bei dem Kumpel von mir wieder in der Gartenbaufirma am Arbeiten. Deswegen gibt es die Aufnahmen von heute auf jetzt in den nächsten Vlog erst und nicht heute, weil der Vlog kommt in, hier kann man sehen, in einer Viertelstunde online. Das schaffe ich jetzt nicht noch, das reinzuschneiden. Vor allem fahre ich jetzt noch zu einem anderen Kumpel, mir eine Werkbank angucken, die ich vielleicht direkt mitnehme, deswegen den Anhänger. Und dann fahre ich noch bei meiner Oma mit den Zeltplanen schauen, ob die alle gut sind und wahrscheinlich eine wegfahren. Aber hier ist echt schon wieder gut Futter drauf. Bis auf da, dass ich mal halt, dass ich da mal was stehen hatte. Ja, ich fahr mal weiter. Samstag, der 29. April. Bin jetzt gerade beim Schafen. Wie ihr vorhin gesehen habt, war ich ja heute wieder bei dem Typ mit, also bei meinem Kumpel mit in der Firma, da am Schafen. Ja, da haben wir jetzt von Feierabend gemacht, dann habe ich noch kurz was abgeklärt. Und jetzt gucke ich mal hier nach dem Rechten. Alter, sieht man das, wie weiß die werden? Auch hier die kleinen, diese Coburger, da hinten der Bock auch. Der ist ja voll hell. Der ist ja wirklich scheiße hell. Ach du, ja. Und da oben wird schon durch den Zaun durchgefressen. Und da wird die Mutter wieder angehoben. Ja, ich muss jetzt mal schauen. Ich will jetzt mal hier am Zaun lang mähen, weil da steckt schon einer den Kopf durch. Ich will nicht, dass die noch stecke bleibe. Weil im Moment kriegen sie sie noch durch, die Kleinen. Die Großen würden stecken bleiben. Deswegen, die da kriegen jetzt eh nicht hin. Aber mal schauen, ob ich das die Tage mal mähe. Sonntag, der 30. April. Bin jetzt gerade hier beim Schafen, schon noch im Rechten. Vorhin waren wir mit der Pferdewaage unterwegs. Da habe ich jetzt keine Videos gemacht, weil da ja auch andere Leute waren. Andere Pferde und so. Und ich dann jedes Mal halt fragen muss, ob ich das filmen darf. Das habe ich mir dann gespart. Bin ich gerade hier und wollte mal nach Schafen schauen. Hier ein Teil ist am Futtern und da hinten die Coburger Fuchsschafe liegen unter dem Baum. Es ist aber auch heute echt schon wieder sauwarm. Ja. Morgen seht ihr wahrscheinlich keine Videos, aber dafür, weil morgen 1. Mai ist und wir dann wandern gehen mit ein paar Leuten. Ja, da sieht man bei dem hier, der hat schon echt gut Hörner gekriegt. Die anderen ja noch nicht, aber die werden dafür ganz schön hell. Und bis auf das hier haben die alle ordentlich zugelegt, schon nicht klein. Ja, und da, ich hoffe, man sieht die Hörner, ich zoome. Da sieht man sie, die haben schon ordentlich. Hat er schon was an Hörnern bekommen. Bin ich mal gespannt, wie das nachher aussieht, wenn er groß ist. Und der andere futtert schon wieder durch den Zaun. Ja, gerade passt du da noch durch, ne? Ja, ich muss jetzt echt mal... muss hier mal... weil das finden sie immer, das dahinter finden sie geiler als das drin. Deswegen mähe ich da wahrscheinlich einfach mal durch. Dann wächst da nichts mehr. Jetzt geht's erstmal heim. Mittagessen und dann mal schauen. So viel kann ich ja auch nicht machen, weil heute Samstag ist. Vielleicht fahre ich noch ein bisschen mal Moped rum oder sowas. Am Donnerstag, seht ihr an dem Vlog, wird dann ist ein Treffen mit dem Förster hier im Wald. Da wird dann das Brennholz vergraben. Also wenn man Brennholz bestellt hat, kriegt man sein Brennholz da dann zugewiesen. Da kann ich euch vielleicht mal mitnehmen, aber auf jeden Fall nehme ich euch da mit, wenn es dran geht, das Brennholz mit dem Deutz.
aus dem Wald zu ziehen oder rauszufahren. Ja. Da geht es dann weiter. Und wenn nicht, geht es jetzt unter der Woche am Dienstag weiter. Aber da geht es auch nicht so viel, da gucke ich nach dem Schafen. Wenn nichts dazwischen kommt. Ja. Montag, der 1. Mai. Ich bin jetzt bei den Schafen. Schau mal nach dem Rechten. Sind hier am Futtern und die Coburger. Ich weiß nicht, ob die Coburger von dem Fell anders sind und mehr hitzeempfindlich sind. Oder es sollten einfach unter dem Baum mögen. Jedenfalls ist das. Hier, das da hat ganz schön zugelegt. Das da sieht man auch, wie es zulegt. Und der da hinten auch. Und die anderen Lämmer haben wir gestern ja schon geschaut. Die haben auch einiges zugenommen. Und jetzt ziehen wir mal hier den Stock raus. Muss ja nicht sein, dass das Schaf am Stock da hinten dran rumrennt. Ja. Die anderen stehen hier unten. Die hat sich jetzt schon ganz schön gut in die Herde integriert. Die war ja am Anfang ganz alleine. Jetzt steht sie immer mit ihm oder mit dem zusammen. So ein bisschen. Das ist ja mein Bock. Der kriegt jetzt auch langsam Hörner. Ja. Was macht ihr denn am 1. Mai? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Weil wir gehen jetzt gleich, deswegen bin ich heute Morgen so früh. Treffen uns im Ort an der Bushaltestelle, dann laufen wir da am Feld hoch. Da hinten so ein Nachbarort auf dem Grillfest. Mal schauen, ob ich da was filmen kann. Ja, muss man schauen. Aber was ihr macht, würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Von daher schreibt mir mal einen Kommentar. Und hier die anderen. Das erste Coburger Fuchsdorf, was ich hatte. Mit ihren Lämmern, die ist wirklich, die ist ein bisschen schüchtern. Aber die Lämmer sind ganz gut gewachsen, ja. Ich mache mich dann jetzt wieder, ich muss mich noch umziehen, was essen. Und dann geht's los. Dienstag, der 2. April. Ich war jetzt heute Mittag bei den Schafen. Die sieht man ja auch da drüben. Ja, dann habe ich bei einem Kumpel eine Werkbank abgeholt und habe die zu meiner Oma gefahren. Da konnte ich nichts filmen. Dann war ich noch da bei meinem Kumpel, bei dem ich auch immer arbeite. Der hat so einen kleinen baut im Garten immer ein bisschen Gemüse an, ein bisschen mehr als ich. Und der hat jetzt noch Kartoffeln über gehabt, deswegen war ich da. Und dann habe ich mir noch angeschaut, wie der Zwiebeln gesteckt hat und habe dem noch geholfen. Und habe mir dann noch Kartoffeln und Zwiebeln mitgenommen für mich zum Setzen. Diese will ich wahrscheinlich morgen setzen. Die habe ich unten stehen, das zeige ich euch gleich. Ja. Und jetzt geht's mit dem Verpächter von der Wiese essen. Deswegen habe ich mich jetzt schon umgezogen. Hier einmal mit Jeans. Und dann geht's jetzt los. Also, Mittwoch, der 3. Mai. Ich war vorhin, habe ich jetzt im Garten Kartoffeln gepflanzt. Das habt ihr am Mittwoch schon gesehen. In der Zeitraffer, am Tüdelmittwoch. Dann habt ihr vielleicht hier noch ein paar Einschnitte gesehen. Ja, habe ich Kartoffeln gepflanzt, Zwiebeln gesteckt und ein paar Erdbeeren ausgepflanzt und in der Bütte gepflanzt, damit ich die woanders einpflanzen kann. Wo ich aber erst noch Platz machen muss für. Hab mein Messer zerstört, was ich immer benutze. Das ist natürlich scheiße. Aber ich soll doch kein Klappmesser benutzen, um Pflanzen aus dem Boden zu holen. Jetzt schaue ich nach dem Schafen, dann mache ich noch was für die Schule. Und dann geht es für mich auch schon zur Feuerwehr. Also die Woche ist wirklich nicht viel los. Also vom Wetter her ist eigentlich geil. Aber ich habe nicht so viel Zeit, was zu machen. Weil ich bin jetzt drei Wochen vor der Abschlussprüfung. In der Schule, da geht jetzt auch nicht so viel. Da ist auch nicht so viel Zeit. Deswegen, ich muss mal schauen.
Wie vorhin gesehen, habe ich bei uns auf dem Sportplatz Rasen gemäht. Jetzt habe ich das wieder bei meiner Oma eingepackt. Das habt ihr auch gesehen, zumindest beim Traktor. Den Anhänger muss ich mit Hand reinschieben, da kann ich nichts filmen. Und jetzt bin ich bei den Schafen. Heute ist ja Donnerstag, der 4. Mai. Ja, jetzt gleich geht es noch irgendwo da hinten in den Wald. Anschauen, wo wir Brennholz kriegen. Da muss ich schauen, was ich da filmen darf, weil das sind bestimmt 20 Leute, die damit durchgehen. Da wird dann vom Förster aus das Brennholz verteilt. Aber jetzt entspanne ich erstmal hier und sitze hier ein bisschen und schaue dem beim Grasen zu.